So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute Abend die letzte Raid-Stunde mit Deoxys. Dann kommen ja zwei neue Pokémon in die 5er Raids, von denen man jetzt noch nichts weiß. Alle denken, das ist natürlich Solgaleo und Lunala. Ob das wirklich so ist, werden wir dann sehen. Nochmal der Hinweis für heute Abend. Ich werde wieder die Raid-Stunde zu Hause übertragen als Raid-Mania. Ihr könnt Raid-Mania-Punkte sammeln, ihr könnt mich einladen, wenn ihr unterwegs seid und Raids macht, Raid-Mania-Punkte verdienen. Und ich werde alle annehmen, alle Formen, bis auf die Verteidigungsform. Wenn ihr also seht, da ist ein Angriffs-Deoxys und ein Verteidigungs-Deoxys und es geht euch um die Punkte, ladet für das Angriffs ein. Das Verteidigungs-Deoxys habe ich in 100% auf Level 50. Ich habe das Shiny. Ich brauche nichts mehr, was damit zu tun hat. Bonbons sammeln kann man über alle Formen. Von den anderen nehme ich gerne noch Shiny oder 100er mit. Aber dazu später heute Abend werde ich mal gucken. Das wird wieder sehr spannend. Da Niantic, ja, ich dachte, es ist lustig, wenn sie gleich 4 Pokémon in das 5er Ei reinpacken. Ansonsten guckt mal in euren Shop rein, ob ihr eine Box habt mit 3 gratis Fanraid-Pässen als Entschädigung für die Leute, die Deoxys direkt am Anfang geraidet haben. Ich habe auch was im Community-Tab dazu gepostet. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche bei mir selber, da bin ich nämlich Glücksfreund mit Aiwa Pikant geworden. Ich habe auch irgendwas getauscht, ich weiß aber schon gar nicht mehr was. Dann der Lennart, der schickt uns mal wieder einen Duo-Raid und ist mächtig am Flexen hier. Benjamin Engels Zeit gebrochen, 50 Sekunden anstatt 27. Danke Jenna und Entschuldigung für den ganzen Stress in der Raid-Stunde. Dann nochmal Lennart, wieder Duo, Initiative Deoxys Duo, leider ohne Shenaya, kann sie nicht mehr erreichen, Discord will nicht mehr. Vielleicht hat sie dich einfach blockiert, weil du immer so nervst, aber nein, das lag natürlich an Discord, anders wäre es aber lustiger gewesen. Bockwurst King, zweimal die Quest gemacht, direkt 2 Shinies bekommen von Pandir. Habt ihr schon ein Shiny Pandir? Habt ihr diese Form? Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, welche Form das ist. Ich habe komplett aufgehört, mal auf Pandir zu achten. Denn als ich alle Pandir-Formen Shiny hatte, wurde wiederholt immer wieder eins reingepackt, was schon mal da war und dann auch wieder verfügbar war. Aber neue Shiny Pandirs gibt es schon gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr. Also gucke ich gar nicht mehr auf Pandir. Da steht einfach mal ein wilder Eisklotz in meinem Wohnzimmer bei der Shenaya hier, ein wildes für Nondor. Dann bin ich mit Prinzessin Glücksfreund geworden. Cumulus hat ein 100er Isso gebrütet. Der Andy Project bedankt sich beim Tobi. Gewinn ist da. Danke nochmals an Tobi für das Bereitstellen. Wir haben ja damals Shiny Corazon verlost. Und 5 Stück waren das, glaube ich. Das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ist ja auch ein seltenes, ist ja auch ein regionales. Kommt man also nicht so einfach ran. Und jetzt, ach, so ist sogar ein 98er geworden, ne? Ohne Glückstausch, ohne irgendwas. Das ist eigentlich cool, obwohl damit macht man, glaube ich, eh nichts, oder? Macht man was mit Corazon, für das Shiny wäre es egal, was das für IV hat. Wieder Lennart. 59 Sekunden sind sehr gut. Danke dir und Jenna für das Trio. Das Deoxys oder dieser Lennart sind schuld daran, dass ich mein Sternstück nicht anhatte, als ich auf die GBL gegangen bin und so ich 55.000 Staub einfach verloren habe. Grüße gehen raus. Dann hier das Angriffs-Deoxys. 46 Sekunden Solo geht besser, ne? Der Lennart probiert sich da jetzt gerade viel aus. Wir zeigen es einfach mal, obwohl, naja, wenn es der Lennart schafft, dann schafft ihr es bestimmt auch, ne? Nein. Ich habe schon viel erlebt, die dran gescheitert sind, deswegen habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Lennart so gute Pokémon hat, aber der macht sein Ding schon. Bockwurst King, endlich Shiny Rapauz hier gebrütet. Bier Shanga hat 80 Trades mit Hannes gemacht und hat 10 Glücks-Pokémon aus den 80 Trades bekommen. Was ist das Beste? 93, 96. 96er Kamerupt ist hier das Beste. Kamerupt.
macht man, glaube ich, auch nichts mit. Egal, dann bin ich mit Master Gossi hier Glücksfreund geworden. Lennart zeigt nochmal einen Shiny. Speed die Ochse ist auf dem kleinen Account. Drachreg aus dem Feldforschungsdurchbruch. 100er Meditalis. Dann Shenaya auf dem Vivala Ramses Account. Mit Ramses der Dicke auch Glücksfreund geworden. Hat jetzt die 100er Familie voll. Wegen dem Forschungstag von Iskala, wo ihr jetzt auch viele Ausbeuten von sehen werdet. Dafür, dass ich nicht die ganze Zeit spielen konnte, bin ich echt zufrieden. 5 Shinies bekommen, 100er, 1 entwickelt, 100er Gigabohr noch bei Shenaya, Shiny Magpie gebrütet. Wer braucht schon Raids, wenn die auch wild auftauchen? Ampharos, wild. Aber ich glaube, die Leute raiden ja wegen der Mega-Energie. Dann aus der Feldforschung ein Dedenne, 100% bekommen, Shiny Rettan, Shiny Deoxys, Verteidigungsform, Speedform Shiny, Angriffs-Shiny, LOL, noch ein Dedenne, auch aus der Forschung, 7, 8, 9%, Familie voll, kannst du dich entwickeln, brauchst du nicht. Und jetzt haben sie sogar Namen bekommen, bis Denne, ne? Tschüss. Das war's von meiner Seite aus nicht, denn hier ist noch in der Spotlight-Stunde ein Somnium Shiny hinzugekommen. Lost Lift mit einem Shiny Ditto, mittlerweile Nummer 13, zeigt uns hier 13 Shiny Ditto. Und warum heißen manche Ditto und manche einfach Corona? Corona, Corona. 3 Stück haben Corona, sind Corona. Hast du während Coronas gefangen in Quarantäne? Oder weil es einfach so eine Bazille ist wie Natururin, deswegen nennt man es Corona. Luigi, Sarada, Shiny Felino, Shiny Calabanero, Shiny Deoxys, 100er Bilursi, Pogehander, Shiny Felino, Shiny Iskala, 100er Flurmel, Aluhut, Shiny Sonnfels, Nuppul, Sonnenkern, Schmerbe, Shiny Kramurks, Shiny Kleinstein und Deoxys, der Klopper, 100er Seemops, Shiny Somnium, zweimal, Sarina, genial, kann ich jetzt schon sagen. War eine sehr gute Entscheidung, den Kleinen lieber Shiny Hunten zu schicken, als die Deoxys zu machen. Hat nämlich hier 100er Galasmogmog aus dem Raid bekommen, Shiny Galasmogmog und sogar 2 hintereinander. 1434 und 1452 aus 2 Galasmogmog Raids, 2 Shinies nacheinander, das ist schon stark. Koselinchen, Shiny Dodu, Kaiser Kai, Queststapel abgeräumt und hier 100er Teddy Ursa mitgenommen. Zwar kein 100er, aber ein 98er, zeigt auch hier seine Shiny-Ausbeute von Iskala und hier Calamanero dabei. So nebenbei am Forschungstag mitgenommen noch Shiny Pfiffchen. Bei mir war das Alola Radfratz, gab ja viele Unlicht-Pokémon, die dann gespawnt sind. Anna Rotten Roxy, Reste vom Go-Fest weggetauscht, lohnt sich. 100er Glücks Galapantimos, richtig stark. Pitzfarm, hallo Ramses, hier mein Schocker der Woche, Gruß Pitzfarm. Das ist eigentlich richtig cool, weil das ist ein Vadribje als 100er, aber als 100er Shiny, aber als weibliches 100er Shiny, was man also entwickeln kann, so Hornweise, weil ja nur die weiblichen entwickelbar sind, die männlichen nicht, ist auf jeden Fall ein Bringer. Aber war für mich nicht der Schocker der Woche, denn da habe ich was anderes für euch vor. Trotzdem Grüße an Pitzfarm für die coole Einsendung. Dann das Chevy hier, Schallquap 100, Igelava 100, Nasknet 100, Shiny Krypto Shiki, Shiny Krypto Bisasam, Shiny Krypto Glumanda. Dazwischen seht ihr aber noch dieses Shiny Somnium. 100% Krypto Zwirrlicht, das auf jeden Fall auch gut für die Sammlung. Hier das Glumanda, von dem ich eben schon geredet habe. Alexander Ahringer auch. Das ist die beste Ausbeute vom Iskala Quest Day, also wird sein bestes Shiny, was er da bekommen hat. Selal aus dem Abenteuerrauch, hier ein Altaria. 100er Staralili, 100er Glücksmilzer, das auch fett. Mal gucken, ob ich dran denke, dass ich in der nächsten Max Out Monday Folge 100% Max Sachs auf Level 50 ziehe. Weil das ja vorgeschlagen wurde und ich gesagt habe, nee, Baloo, pass auf, das muss ich mal als Titel-Pokémon nehmen. Mal gucken, ob ich dran denke. Dann die Ultra-Box für 1480 Coins mit 12 Glückseiern, 24 Premium-Pässen, 14 Star-Pieces und 10 Lokmodulen. Die würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Schon allein wegen der Glückseier und der Raid-Pässe und der Module und der Sternstücke, also wegen allem. Selal weiter, Shiny Teddy Ursa, Shiny Radfratz, Shiny Pfiffchen, Shiny Kramurks, Shiny Psyao,
wildes Ladder gegen 3900 aus dem Abenteuerrauch, Shiny Snubbull, Shiny Natu, 100er Blitzer, 100er Samurzel, Shiny Voldoball, Shiny Somniam. Ich habe im Garten ein paar Fallen ausgelegt, es hat funktioniert, ich habe 5 Katzen gefangen. Und alle schwarz, außer in der Mitte, die ist weiß, sieht aber gut aus. Annika, 100er Sonnenfell mitgenommen, 100er Datiri, Shiny Burmi, Shiny Pygraulon. Habt ihr schon ein Shiny Pygraulon bekommen? Jetzt im Psycho-Spektakel, schreibt es mal in die Kommentare. Benjamin, der denkt auch, er ist Lennart oder was, dass er hier einfach Duo-Raids macht mit Mega Simsala und noch 109 Sekunden übrig hat. Lennart, wo ist dein Try? Ich glaube, ihr könnt jetzt immer so ein kleines Battle machen. Der Benjamin macht ja immer alles mit so wenig wie möglich und auch Herausforderungen an die Dreier-Raids, dass er die alle solo macht. Der Lennart macht ja das auch und schickt das ein. Also wir können jetzt immer dieses Battle zwischen Benny und Lenny gutachten. Hannes, Shiny Somniam, 100er Full Picks. Andreas ist zurück, hat mir wieder ein Däumchen gemacht. Ich habe ihm auch eins zurückgemacht. Dann war das Gespräch schon wieder zu Ende. Also ihr seht, ich habe nicht so viel Zeit. Andreas auch sehr viel beschäftigt. Schafft es immer gerade mal ganz kurz gebundene Nachricht dazulassen. 23., 24., 31., 31., zack, zack. Ist genau eine Woche dazwischen, bis ich dann geantwortet habe. Und dann nehmt euch mal ein Beispiel, er ist auch geduldig. Er schreibt nicht und nervt dann komplett. Er schreibt und wartet wirklich eine Woche ab, bis ich zurückschreibe. Wenn ich zurückschreibe, kommt relativ schnell wieder eine Antwort. Da habe ich Glück gehabt. Und dann muss er meistens aber wieder warten, bis ich dann wieder irgendwann dran bin und auch zurückschreiben kann. Henry Nicky, das wäre eigentlich ein Kandidat für Schocker der Woche gewesen. Denn der hat hier nicht nur ein Shiny bekommen, nicht nur ein 100er bekommen, sondern 100er Shiny, nicht wild, aus der Quest. Da gehört schon viel Mehl dazu, ja. Das ist auf jeden Fall cool und sieht auch irgendwie richtig stark aus. Und jetzt sehe ich erstmal, wie toll das wirkt mit diesem roten Trainer- und Bewertungsbutton dazu. Bei diesem gelben Pokémon habe ich noch nie gesehen, dass das so genial aussieht. Aber für mich war das trotzdem nicht Schocker der Woche, auch wenn es in die Richtung geht, weil der Schocker der Woche soll was Einmaliges sein und das ist nicht das einzige Schundo, was wir hier haben. Henry Niggi hat nämlich nicht nur das Beste, er hat sogar auch das Schlechteste mit 10, 10, 10 bekommen aus der Forschung. Auch das Schlechteste Deoxys mit 10, 10, 10. Noch Magby gebrütet in 100er. Shiny Elekid gebrütet. Simsala mit 16, 66. Auch als 10, 10, 10 am schlechtesten aus dem Raid bekommen. Lennart, danke Jenna für das gute Duo Deoxys. Das ist jetzt auch weg. Cumulus, 100% Hypobodas aus der Feldforschung. Horst of Death, Grüße gehen raus. Ninja Dodo, sieht gut aus. Und jetzt habt ihr hier nämlich den Dennis Bass. Der kam zurück nach einer kleinen Pause und auch einfach hier 100% Shiny Iskala bekommen. Schon ist es kein Schocker der Woche mehr vom Henry, weil der Dennis hat es ja auch, ne? Julian Eisenstein für Raid am Mittwoch 100% und er heult einfach. Warum? Und woher soll ich wissen, dass das 100% ist? Der Julian kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber vielleicht ist es ja geflohen, deswegen heult er. Aber ich weiß, dass es 100 ist, weil er hat es irgendwie doch gefangen. Und jetzt seht ihr, dass es hier so ist, ja. Er hat es also gefangen, er heult. Ich weiß nicht, warum. Es sind Freudentränen, wa? Das waren schon die Highlights der Woche. Das heißt, jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Das ist Spieletrend. Und das ist der Schocker der Woche von Koselinchen, ein 100% Cosmog. Jetzt sagt ihr, ja toll, das ist ja aber nur ein 100er. Das andere war ein 100er Shiny. Jetzt sage ich, ja, aber es ist aus der Forschung. Ja, das ist ein 100er aus der Forschung, aber das Iskala war ja auch aus der Forschung. Ein 100er als Shiny. Und dann ist es doch mehr wert. Sehe ich nicht so, denn Cosmog könnt ihr ja einmal erhalten. Gibt's nicht als Shiny, bei diesem einmal ein 100er zu kriegen, das ist bestimmt richtig genial, richtig brutal, jedes Mysteriöse oder jedes Legendäre als 100er. Obwohl die meisten Legendären könnt ihr ja dann auch raiden und habt ganz viele, das ist jetzt einmalig drin und das als 100er ist für mich viel mehr wert
als Iskala, wo man ja unendlich viele Forschungen machen konnte und unendlich viele Begegnungen haben konnte. Versteht ihr die Denkweise dahinter für einen Schocker der Woche? Ich finde das auf jeden Fall mega stark und ich habe auch niemanden gesehen sonst, der ein 100er Cosmog hat. Iskala haben wir ja schon 200er Shinies in dieser einen Folge gehabt. Wer weiß, wie viele Leute noch da draußen sind, die das haben. Das haben vielleicht auch noch andere, aber das ist das Einzige, was mir geschickt wurde und was ich kenne. Deswegen, Cousinchen mit dem Schocker der Woche, 100er Cosmog, ganz frisch da, bam, Jackpot abgeräumt. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe auf eure Einladungen heute Abend für Deoxys Angriffsform, Speedform, Normalform. Mal gucken, es ist die erste Raid Mania in diesem Monat, die Punkte werden neu verteilt, es wird neu aufgeschrieben, mal gucken, wer reinkommt, mal gucken, wer Punkte macht, mal gucken, wer nach der ersten Folge jetzt dann der Champ ist, der vielleicht das Maskottchen, das Kanalmaskottchen für den nächsten Monat dann bestimmen kann, wenn er hier abräumt. Ansonsten, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.